Ja, hallo, lieben Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Hamburg, Nähe von München, Berlin. Ja, diesmal Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, das soll man gerade hier ausmachen. So. Love Island mal wieder. Falls du auch dein Dating-Game und dein Liebeschip verbessern willst, guck mal auf liebeschip.de vorbei. Ja, Folge 7 habe ich mal ausgelassen, weil es, weiß ich nicht, einfach fand ich die sehr empty, muss ich sagen. So. Und dann kommen wir mal gleich zur Folge 8. War ja immer noch so, jetzt geht es ja darum, diese Casa d'Amor und das andere Haus wieder quasi zusammenzuführen so und ja, zwei Leute rauszuschmeißen. Und ich kümmere mich jetzt mal nur um die Sache mit Bianca und Adriano, weil das wieder so spannend ist. Also man muss sagen, die anderen Paare, hatte ich so den Eindruck, haben sich also quasi über diese Distanz wieder so emotional angenähert. Das ist ja häufig so. Das ist ja auch jetzt normal, finde ich, wenn man sich manchmal vielleicht immer aufeinander hängt. Gerade am Anfang ist vielleicht nicht immer so optimal. Und jetzt geht man mal auseinander und dann merkt man, okay, vielleicht ist da doch irgendwas mehr. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei denen so weitergeht, so bei Finn und Greta und so weiter. Ja, aber Bianca fand ich irgendwie echt interessant und auch wie krass ehrlich gestern auf so eine Art. Und zwar war das ja so, dass, kann man jetzt glaube ich sagen, Adriano jetzt nicht besonders gelitten hat. Und also das bei dem war es halt anders. Der Adriano wäre, ich glaube, der Richtige für mich. Er ist glaube ich nicht sehr gelitten, wo ich so denke, ja, das ist halt manchmal schwer zu sehen. Ist jemand einfach nur cool und in seiner Polarität oder ist er auch einfach desinteressiert irgendwie? Und das hört sich natürlich schon sehr nach desinteressiert an. Und wie sie, ist wirklich jetzt super interessant zu gucken, ja, wie sie sich das so zurechtlegt. Und zwar sagt sie dann halt so, ja, aber er ist halt so und also, keine Ahnung, ich kenne ihn halt so und ich kann damit umgehen und vielleicht kann sie es auch, weiß es nicht. Und die anderen machen sich halt schon richtig Sorgen und haben halt zu ihr gesagt, ja, also sorry, aber irgendwie vermisst er dich gar nicht. So. Und ja, und dann sagt sie halt nochmal was super Spannendes. Erinnert mich halt voll an meinen Vater, so, weil der einfach genauso ist. So ein bisschen distanzierter, ruhiger. Meine Mama ist genau wie ich, emotional so kirlig aufgeschlossen. So. Also es ist quasi jetzt so der Kurzdurchlauf, dass sie sagt, ja, ist genau wie mein Vater. Ne? Also das finde ich auch irgendwie krass, wenn jemand das sofort sieht. Und dann auch sagt, er ist halt so, deswegen finde ich ihn gut, ich bin wie meine Mutter, er ist wie mein Vater und das aber ich glaube, sie sagt das so trocken und ich glaube, das ist so, man datet halt seine Eltern irgendwie so, ne? Und gut, ja, ich wünsche ihr natürlich, dass es trotzdem klappt, aber ich habe so meine Zweifel. Ich glaube auch, dass er zwar viele Eigenschaften mit ihrem Vater gemeinsam hat, aber ich glaube, also meine, ihr Vater hört sich jetzt wirklich einfach nur ein bisschen distanziert an, aber durchaus dran an ihr so. Ich fand, also ich hatte eher so das Gefühl, ja, schon vielleicht auch letztlich doch ein gutes Vaterverhältnis hat, aber ob Adriano jetzt auch so diese positiven Vaterattribute hat, hier so meine Zweifel. Aber da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. So, ne? Also der, ich war, also gut, leid tun. Ich habe erst gedacht, muss ich mir jetzt leid tun, aber Gott, sie sieht so klar, sie sagt dazu, ja, kann ich handeln, was natürlich bei mir so viele Pluspole gesagt haben. Und, aber es ist auch interessant zu sehen, dass auch die Menschen, die sich da jetzt so Sorgen machen, muss sie natürlich selber an den gleichen Strukturen sind, ne? Also, ich meine, bei der, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, also die von Anfang an da mit ihrem Couple zusammen ist. Die manchmal wünschen, dass sie jemanden hätte oder dass der Adriano halt jemand wäre, der ihm mehr gibt. Die, ja, die macht sich auch Sorgen, obwohl sie vielleicht genau das gleiche Problem hat in ihrer Beziehung. Und was ich auch spannend finde, das fand ich auch irgendwie süß, irgendwie, dass Greta sagt, also sich da Sorgen macht und dass sie selber sagt, ja, ich bin eigentlich wie Adriano, also da kann man dieses Pluspol-Minuspol-Thema so super sehen und wie einfach, ja, da kann man auch gar nicht viel zu sagen, wie das Universum einen einfach immer wieder zusammenmatcht, dass man sich, glaube ich, diese, seine eigene Seite anguckt irgendwie so, ne, und kann man jetzt blöd finden, kann man nicht blöd finden und ja, spannende Sache auf jeden Fall.
Und ja, das ist immer so leicht im anderen zu sehen, aber so schwer bei sich selbst. Ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich heute live, heute Abend bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was so alles ansteht heute, wie viel Energie ich noch so habe, aber ansonsten, ja, sehen wir uns spätestens Sonntag auf Twitch, würde ich sagen. Bis bald.